Der erste Redner also zur dringlichen Anfrage der FPÖ mit dem Titel Sicherheit statt Islamisierung und Asylchaos ist der Klubobmann der Freiheitlichen, Heinz-Christian Strache. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf der Regierungsbank, meine sehr geehrten Damen und Herren im Hohen Haus und vor den Fernsehschirmen, ja, Sicherheit gilt als Grundrecht und wichtige Voraussetzung für eine positive menschliche und gesellschaftspolitische Entwicklung in unserem Land. Und wenn man sich die Sicherheitslage in Österreich vor Augen führt, dann muss man leider Gottes feststellen, dass da einiges im Argen liegt und wir negative Entwicklungen leider Gottes erleben mussten in den letzten Jahren, die einen manchmal nahezu zum Verzweifeln bringen. Und das beginnt beim Versagen in der Asylpolitik, das geht weiter mit der Bedrohung durch den internationalen islamistischen Terrorismus und durch die stetig ansteigende Kriminalität, letztlich die nicht entsprechend beantwortet wird, wo nicht die entsprechenden politischen Schritte daraus abgeleitet werden, sondern leider Gottes weitere Einsparungen passieren im Bereich der Exekutive, wo Polizeidienststellen und Wachzimmer geschlossen worden sind, aber auch bis hin zu dem drastischen Sparprogramm beim österreichischen Bundesheer. Und man braucht sich bloß die Kriminalstatistik anzuschauen, um im Jahr 2013 festzustellen, dass es 546.396 strafbare Handlungen gegeben hat, die angezeigt worden sind. Das ist ein unglaublich hoher Wert. Und in den letzten Jahren wurden in Österreich beinahe, nämlich wenn man die 10 Jahre, den 10-Jahres-Zeitraum hernimmt, der letzten 10 Jahre, 6 Millionen Straftaten begangen und davon im Schnitt 40% aufgeklärt. Das ist auch durchaus eine bedenkliche und negative Entwicklung. Und dazu kommt auch, dass die importierte Kriminalität leider Gottes unaufhaltsam steigt. Die Bürger erleben jeden Tag, wie Ostbanden ungeniert über die Grenze nach Österreich reisen können, weil es keine Grenzkontrollen gibt, obwohl wir seit Jahren von Seiten der Freiheitlichen Partei einfordern, endlich auch Grenzkontrollen wieder sicherzustellen, Schengen immer wieder zeitlich außer Kraft zu setzen, wie auch viele Landeshauptleute in der Zwischenzeit unsere freiheitliche Position übernommen haben und einfordern, aber leider Gottes keine Umsetzung stattfindet. Und da gehen natürlich organisierte kriminelle Banden aus Osteuropa ihrem kriminellen Nacht- und Tagwerksgeschäft nach, relativ ungehindert, und können dann auch mit ihrem Diebsgut letztlich wieder ungehindert Österreich verlassen. Und im Jahr 2013 war von 90.701 ermittelten fremden tatverdächtigen Personen fast die Hälfte der Täter aus östlichen Nachbarstaaten. Und wer es nachlesen möchte, kann das auch in der Begründung unserer dringlichen Anfrage tun, wo wir uns ausschließlich auf Fakten auch beziehen. Das sind Realitäten. Es wird ja immer wieder von Seiten der linken Reichshälfte da oftmals argumentiert, wir würden hetzen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir zeigen Realität und Fakten auf und fordern, rechtzeitig und richtig darauf zu reagieren. Und ich sage, die Leugner und Realitätsverweigerer sind eigentlich die wahren Hetzer, beziehungsweise auch diejenigen, die verantwortlich sind für diese negativen Fehlentwicklungen. Und hinzu kommt jetzt auch noch die Problematik der sogenannten Dämmerungseinbrüche, die auch heute Morgen im Radio ausführlich Behandlung gefunden haben. Dämmerungseinbrüche finden letztlich meistens an den Wochenenden statt und werden mehrheitlich leider auch von der organisierten Kriminalität, von Ostbanden begangen. Und das hat auch der Herr Michael Mimra, Leiter des Ermittlungsdienstes im Landeskriminalamt Wien, bereits am 23. Oktober in einer Pressekonferenz von Seiten der Wiener Polizei ja auch dokumentiert und aufgezeigt. Und es ist eine Schande, wenn dann Planstellen zusammengekürzt werden, wenn Polizeidienststellen und Wachzimmer geschlossen werden und Exekutivbeamte nicht einmal die nötigste personenbezogene Ausrüstung erhalten, um auch effizient gegen das Verbrechen vorgehen zu können. Und natürlich ist das eine Frage immer der Prävention auf der einen Seite, aber auch der Verbrechensbekämpfung auf der anderen Seite und natürlich auch Aufklärung von Verbrechen. Und da ist leider großer Handlungsbedarf gegeben, auf den wir seit Jahren immer wieder hinweisen. Hinzu kommt die Bedrohung leider Gottes durch neue Formen von negativen Entwicklungen, nämlich den radikalen Islamismus. Jahrelang hat man hier untätig zugesehen, obwohl von Seiten des Verfassungsschutzes, aber auch des Heeresnachrichtenamtes Beobachtungen gemacht worden sind seit über 20 Jahren, dass hier nachhaltige Entwicklungen in Österreich auch stattfinden, strukturelle Entwicklungen des radikalen Islamismus auch in Österreich angekommen sind. Und man hat hier leider weggesehen. Allein in Wien gibt es bereits 21 salafistische Privatschulen
und Kindergärten, in denen die Radikalisierung der Kleinsten begonnen wird und wo Lehrinhalte immer wieder offensichtlich auch zur Anwendung kommen, wie wir ja auch schon aufzeigen konnten, wo man sich dann nicht wundern darf, wenn in Österreich Kleinkinder mit Lehrinhalten konfrontiert werden, die, wo man sich sozusagen mit den Ungläubigen auseinandersetzt und diese dann als Kafir bezeichnet werden und wo dann Interpretationen des Korans gelehrt werden, Lehrinhalte, die dahingehend sinngemäß lauten, dass ein Ungläubiger, sprich ein Kafir, auch geköpft werden kann. Und wenn hier sinngemäß dann Übersetzungen stattfinden in Lehrinhalten, wie ich zitiere, und wenn ihr auf diejenigen, die Kafir betrieben haben, trefft, gibt es das Schlagen auf die Hälse. Denn wenn ihr ihnen schwere Verluste zugefügt habt, dann zieht die Fesseln fest. Unter anderem andere Passagen, wo festgehalten wird, dass die Ungläubigen verflucht sind. Ja, sinngemäß, sie werden verflucht sein. Überall, wo sie gefunden werden, werden sie ergriffen und gnadenlos getötet. Und dazu aufgerufen wird, so vorzugehen. Das sind nur einige Passagen stellvertretend für viele andere, wo solche Übersetzungen, sinngemäße Übersetzungen aus dem Koran in Lehrinhalten vorkommen. Und wenn damit Kleinkinder in Österreich konfrontiert werden, radikalisiert werden vom Kleinkindalter an, dann dürfen wir uns ja nicht wundern, wenn das in Österreich stattfinden kann, abseits einer freiheitlich-westlich-demokratischen Verfassung und unserer österreichischen Lehrinhalte, dass dann Junge und Jugendliche radikalisiert werden und dass dann solche Jungen und Jugendlichen, die von klein auf mit solchen Lehrinhalten konfrontiert sind und natürlich mit radikalen Predigern konfrontiert sind, dass die dann sich auch für solche terroristischen Aktionen wie aktuell im Nahen Osten, im Irak, in Syrien für den Islamischen Staat auch rekrutieren lassen. Und da muss man endlich tätig werden. Und ich sage, da muss man sich wirklich die Frage stellen, was ist da passiert, dass man da solche Entwicklungen zugelassen hat in Wien, aber auch in Österreich. Und dass man hier weggeschaut hat und dass es möglich war, dass eine Religion, und Religionsfreiheit ist uns wichtig für jede Religion, aber es kann nicht sein, dass eine Religion auch gleichzeitig Politik, Gesellschaftssystem und Rechtssystem in sich beinhaltet. Und genau da liegt der Knackpunkt. Und bei den radikalen Islamisten wird eben genau das verwoben. Und genau da müssen wir in eine ganz offensive Gegenbewegung auch treten, um solchen Missbrauch zu verhindern, solche Lehrinhalte und solche Entwicklungen in Österreich auch zu verhindern. Und gleichzeitig werden in Wien und anderen Städten bereits Gratis-Exemplare von Koranübersetzungen verteilt. Die Stiftung, von der diese Aktion ausgeht, wird laut Verfassungsschutz als eine salafistisch-radikale Organisation auch eingestuft. Ich würde sagen, dass man auch verfassungsfeindliche Organisation dazu sagen kann. Und die ist letztlich für radikal-islamisches Gedankengut bekannt, steht unter Beobachtung. Und jeder fünfte Islamist, der nach Syrien in den Heiligen Krieg, sage unter Anführungszeichen Heiligen Krieg, denn es kann keinen Heiligen Krieg geben, gezogen ist, wurde über diese Organisation rekrutiert. Und ich sage, es ist wirklich ein Skandal, wenn solche verfassungsfeindlichen radikalen Islamisten auf offener Straße ihre Thesen letztlich auch ungehindert verbreiten können. Und ich sage, solche Aktivitäten von radikalen verfassungsfeindlichen Islamisten gehören hier in Österreich auch verboten. Und da müssen wir auch den Mut dazu haben, deutlich Stellung zu beziehen. Und damit auch jeder den Koran richtig versteht, wie es die radikalen Salafisten gerne hätten, gibt es dann auch zu den recht hübsch verpackten Büchern, die zur Verteilung kommen, Beipackzettel. In diesen wird dann ganz nebenbei sehr deutlich gegen das Christentum und sämtliche andere Religionen auch gehetzt und klar und deutlich auch zum Ausdruck gebracht, dass jeder quasi des Teufels ist, der diesen anderen Religionen angehört und daher am jüngsten Tag auch in der Hölle schmoren wird, wenn er sich nicht rasch für das Paradies und den richtigen Weg entscheidet. Und zudem wird darauf hingewiesen, dass der Koran alle anderen Glaubenslehren wie Tora und Evangelium aufhebt bzw. auch wieder ruft. Und der Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat erst Mitte Oktober auch in den Medien erklärt, dass leider Gottes auch in Österreich eine gewisse Anschlagsgefahr herrsche. Insgesamt geht er davon aus, dass mindestens 500 bis 1000 radikalisierte Personen in ganz Österreich vorhanden sind, sich auch organisieren und tätig sind. Nicht immer, sagt er auch dazu, stehen diese im Zusammenhang mit Moscheen und Gebetshäusern, aber
Sehr oft sind Moscheen und Gebetshäuser auch Orte der Radikalisierung und der Rekrutierung. Und daneben spielt natürlich auch eine Selbstradikalisierung eine Rolle, die über soziale Netzwerke und Online-Foren letztlich sich organisiert. Sie selbst, Frau Innenminister, haben in der Nationalratssitzung vom 22. Oktober 2014 gesagt, wir wissen, dass allein in Österreich 150 Menschen in den Krieg gezogen sind, dass bereits 30 verstorben sind, dass 60 Menschen bereits aus dem Kampf für die IS nach Österreich zurückgekehrt sind. Am 24. Oktober 2014 hat wiederum das Innenministerium eine Terrorattentatswarnung an alle Exekutivbeamten herausgegeben, wo auch die Exekutivbeamten gewarnt worden sind und aufgefordert worden sind, nicht nur aufgrund der Informationen und der realen Gegebenheiten und Anschläge in Kanada und New York, wo man ja in beiden Fällen von einem islamistischen Hintergrund ausgeht, sondern auch aufgrund von anderen Informationen, wie bedeutet wurde, dass man verstärkt darauf achten muss, dass solche Handlungen eben in Österreich auch nicht ausgeschlossen sind und Exekutivbeamte eben hier angehalten werden, besonders vorsichtig zu sein. Und erst vor wenigen Tagen ist ja auch ein jugendlicher Türke verhaftet worden, der offensichtlich einen Bombenbauplan sich aus dem Internet heruntergeladen hat, der offenbar hier begonnen hat, gewisse Vorbereitungen zu treffen, um auf einem Wiener Bahnhof ein Attentat offensichtlich zu planen, der festgenommen wurde, wo auch gegen zwei weitere Jugendliche, wie man hört, zurzeit auch ermittelt wird. Er soll versprochen haben, $25.000 für diese Aktion zu erhalten und auch eine Sonderstellung im Islamischen Staat, sprich Dschihad für den Heiligen Krieg, auch zu erhalten. Und das zeigt auf, dass das durchaus ernstzunehmende Bedrohungen sind. Aber nicht erst seit heute. Vor Jahren hat es den Fall um den Mahmud Mohamed gegeben, der ja mehrere Attentatspläne in Österreich geplant gehabt hat, konkreter Art, damals im Vorfeld auch der Fußball-Europameisterschaft auch vorgehabt hat, in den Fansektoren Sprengstoff entsprechend zu deponieren, der aber auch, wie man nur einmal kurz angemerkt in der veröffentlichten Meinung lesen musste, auch ein Schussattentat auf meine Person geplant gehabt hat am Viktor-Adler-Markt und andere Attentate gegen Politiker offenbar auch in Planung gehabt hat. Und der dann festgenommen wurde, der vor Gericht gestellt wurde, der auch verurteilt worden ist, auch einige Jahre zur Haft verurteilt worden ist, damals mit seiner Ehefrau Mona S. und dann freigekommen ist. Und wir wissen, dass dieser Herr heute auch offensichtlich für den Islamischen Staat tätig ist. Es gibt ja einige Bilder auch mit abgeschnittenen Köpfen, wo er jetzt gesehen wurde oder auch sichtbar gemacht wurde in der Medienlandschaft. Und das zeigt durchaus, dass leider Gottes hier ein großes radikales Potenzial vorhanden ist, das auch in Österreich sich rekrutiert hat und aktiv geworden ist. Mittlerweile haben wir es so weit gebracht, dass sogar unsere Terrorfahnder an den Schulen vor dem Dschihad warnen müssen, wie heute auch in der Kronenzeitung berichtet wird, die dann in den Schulen auftreten, was gut ist. Aber ich sage, da sind wir schon leider Gottes ein paar Schritte zu spät. Die Frühansetzung ist das Notwendige. Und wenn man die Lehrinhalte nicht abstellt, dann darf man sich nicht wundern, wenn das diese Entwicklung nimmt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, was ist aber bei uns in Österreich der Fall? Es hat zwar eine kurze Debatte gegeben, aber leider Gottes hat sich bis dato nichts getan. Denn die Regierung fördert stattdessen auch Einrichtungen wie das König-Abdullah-Zentrum. Und da haben wir es mit einem Zentrum zu tun, das quasi diplomatischen Status hat, wo ein Staat, nämlich Saudi-Arabien, letztlich dahinter steht, wo fast wöchentlich Tötungen stattfinden. Im Sinne des dortigen Rechtsstaates Andersgläubige geköpft werden, Steinigungen stattfinden, Handabhackungen stattfinden. Also unglaubliche Entwicklungen, wo man dann auch so ein Zentrum in Wien fördert und offensichtlich nicht der Dialog dahingehend beschritten wird, solche Menschenrechtsverletzungen abzustellen und endlich aufeinander zuzugehen, sondern leider Gottes das anders betrachtet und gesehen wird. Und ich sage daher, sowas darf in Österreich nicht länger geduldet werden, dass man hier solche Entwicklungen auch noch unterstützt und dass es da keine Konsequenzen gibt und dass Hasspredigter, die Mord und Tötung von Andersgläubigen und die Aufrufen zum Heiligen Krieg, zum Dschihad, hier quasi mit einer falsch verstandenen Toleranz konfrontiert sind in Österreich und teilweise auch noch offenbar unterstützt werden bei ihren Tätigkeiten. Das ist ein falscher Weg. Und ich sage, die Radikalisierung im Internet, in Gebetshäusern und auch in den Hinterhöfen werden natürlich dadurch auch vorangetrieben, weil man sieht, dass es keine Konsequenz gibt in Österreich, dass man da quasi Augenzwinkern solche Dinge gewähren
lässt und legitimiert, anstatt eine Aktion scharf gegen solche Entwicklungen auch zu machen. Und um der Situation auch langfristig Herr zu werden, muss natürlich auch bereits bei der Bearbeitung von Asylanträgen natürlich auch geprüft werden, ob es Verbindungen zu Terrorgruppierungen gibt, der einzelnen Asylantragsteller. Und das müsste natürlich ausgeschlossen werden. Wir haben ja auch Fälle, wo Asylwerber in Österreich aus Tschetschenien hier ein Asylverfahren erhalten haben, sogar den Asylstatus dann am Ende erhalten haben und dann als Kämpfer an der georgischen Grenze zum Einsatz gekommen sind und dort erschossen wurden. Und da fragt man sich dann wirklich, was geht hier vor? Ja, wenn Menschen, die angeblich traumatisiert sind und Hilfe suchen und in Wahrheit sich dann, nachdem sie den Hilfestatus des Rechts auf Asyl erhalten haben, dann offenbar als Kämpfer in Kampfanzügen an der Grenze Georgiens im Kampfeinsatz sind und dort erschossen werden. Dann sieht man, dass es dann natürlich leider Gottes Fehlentwicklungen gibt, dass es Missbrauch gibt. Wenn man dann auch die Entscheidungen der unabhängigen Gerichte Österreichs hernimmt, wo eben von den Asylanträgen, letzten Jahr 17.500, wir haben in den Spitzenzeiten über 25.000 Asylanträge pro Jahr gehabt. Wenn dann bis zu 80% rechtskräftig abgewiesen werden, weil es sich um Menschen handelt, die nicht das Recht auf Asyl besitzen, die teilweise falsch und Fehlangaben geben, angefangen vom Namen, vom Herkunftsland, falsche Verfolgungsgeschichten auch wiedergeben, dann zeigt das, dass ganz andere Gründe oftmals dahinterstehen. Und wenn wir diesen Missbrauch endlich abstellen würden, dann hätten wir wirklich mehr Platz für die wirklich Bedürftigen und Verfolgten, wo wir heute aber aufgrund des Missbrauchs teilweise überfüllte Flüchtlingslager haben wie in Dreiskirchen. Und ich sage, wir Freiheitlichen bekennen uns voll und ganz zur Religionsfreiheit und auch selbstverständlich zum Recht auf Asyl für alle wirklich Schutzbedürftigen. Und das hat eine immens hohe Bedeutung für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft. Aber den Missbrauch muss man abstecken. Und genau da ist man säumig. Und da versucht man immer wieder, entgegen der Fakten andere Bilder zu erzeugen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Religionsfreiheit bedeutet natürlich auch nicht nur die Freiheit, sich zu einer Religionsgemeinschaft zu bekennen, sondern auch den Schutz des Einzelnen und der Gemeinschaft vor religiösen Fanatismus. Es bedeutet auch das Recht, sich von einer Religion wegzuwenden. Und es bedeutet auch, dass man diesen Fanatismus kritisieren können muss. Und es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass keine Religion gleichzeitig auch sich als Politik und Rechtssystem definieren darf. Dort beginnt letztlich der Missbrauch. Und genau das erleben wir leider Gottes in manchen Bereichen des Islamismus, wo hier nicht gegengesteuert wird. Ein weiterer Bereich im Asylwesen, der wichtig ist, neben Dreiskirchen, wie ich angesprochen habe, mit 1500 Asylbewerbern ist ja das Aufnahmelager heillos überfüllt. Polizeischüler müssen vor Ort teilweise schon für die Betreuung aushelfen. Aber wenn wir dann erleben, dass Asylwerber willkürlich durch die Bundesministerin in Unterkünfte in diversen Gemeinden dann verschoben werden, ohne dass man Rücksprache mit den Bürgern vor Ort und mit den Gemeinden vor Ort hält, dann ist das auch ein unhaltbarer Zustand. So kann man nicht verfahren. Da muss man anders vorgehen. Und ich sage, wenn ich diese verfehlte Asylpolitik hernehme, wo ja seit Jahren gewettert wird, wenn wir den Missbrauch aufzeigen und fordern, dass das abgestellt wird, dann kommen wieder diverse Gutmenschen und verurteilen uns für die Forderung, dass Missbrauch abzustellen ist und werfen uns vor, wir seien allgemein gegen das Recht auf Asyl, was ein Unsinn ist. Aber es wird halt immer so ganz bewusst verdreht und eben nicht differenziert, so wie wir das tun. Und ich sage, es bringt nichts in der Asylpolitik, weiter den Missbrauch zu unterstützen. Das dient vielleicht eines gewissen Asylindustriezweiges, der gar kein Interesse hat, Missbrauch abzustellen, weil für jeden Betreuungsplatz natürlich auch Gelder und Subventionen fließen, auch Mitarbeiterplätze vorhanden sind, auch Dolmetscher und Juristen gebraucht werden und natürlich da auch ein gewisser Geschäftszweig heraus entstanden ist. Aber das ist ein unredlicher Geschäftszweig, der letztlich von Missbrauch lebt und hier sich natürlich verweigert, oftmals das abzustellen. Und ich sage, wir müssen hier erkennen, dass einiges falsch läuft. Dass natürlich jetzt Flüchtlinge aus Syrien Hilfe brauchen, ist außer Streit gestellt. Und dass Flüchtlinge vermehrt zu uns versuchen, nach Österreich zu kommen, na, das ist keine Frage. Dass aber gleichzeitig auch in den letzten Wochen aus Afghanistan massiv die Zunahmen wieder da sind, zeigt wiederum, dass es ein schwungvolles Schleppergeschäft gibt. Wenn aus Afghanistan 1842 Personen vom letzten Jahreszeitraum auf diesen, das Ganze auf 2818 ist angestiegen ist, dann zeigt es wieder auf, dass da ganz andere Interessenslagen dahinterstehen. Und ich sage, natürlich
haben wir eine besondere Verantwortung für Menschen, die gerade tagtäglich mit Mord und Totschlag in Syrien, im Irak konfrontiert sind. Aber wir haben auch eine besondere Verantwortung als europäischer Kontinent, natürlich in erster Linie auch für Menschen, die sonst keinen Zufluchtsort in der Region finden können. Und das sind Christen. Christen haben es in der islamischen Welt, auch in den Nachbarstaaten, nicht leicht. Sie gelten als größte verfolgte Religionsgruppe in dieser Welt, mit den meisten ermordeten Menschen in dieser Welt. Und wir haben daher da eine besondere Verantwortung, während natürlich die islamischen Länder eine besondere Verantwortung auch haben für muslimische Verfolgte, die von der IS mit Mord und Totschlag bedroht werden. Und das betrifft natürlich alle, ob Aleviten, Kurden, Christen, genauso auch liberale Sunniten und natürlich auch Schiiten. Das heißt, das muss man auch differenziert sein. Aber um diese Verantwortung geht es. Und ich sage, wir haben einen enormen Handlungsbedarf. Ich komme zum Schlusssatz. Die Österreicher haben ein Recht, dass wir uns um ihre Sicherheit kümmern, diese Probleme ernst nehmen und endlich auch konkrete Handlungen setzen, damit diese Radikalisierung und diese Gefährdung nicht voranschreitet. Kriminelle Banden aus dem Osten, die ungehindert nach Österreich kämen, sowie salafistische Umtriebe, vor allem in Wien, seien eine Bedrohung für Österreichs Sicherheit, so Heinz-Christian Strache, Klubobmann der FPÖ. Er fordert eine Aktion scharf gegen islamistische Verhetzung und strengere Prüfungen bei Asylverfahren, um Missbrauch zu verhindern.